Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem Video. Und hier soll es heute um alles gehen, was ich euch empfehlen oder halt nicht empfehlen kann aus der vergangenen Woche. Aber was sich nicht lohnen würde in einer Einzelbesprechung und vor allen Dingen alles, was sich nicht um Bücher dreht. Also ja, ich kann euch ein bisschen was empfehlen, ich kann noch ein bisschen was von meiner Woche erzählen, das wird zwangsläufig damit reinfließen. Aber ja, ich habe ein bisschen was für euch und ich werde euch davon gleich berichten. Aber bevor ich das kann, es ist eine Dauerwerbesendung, weil ich hier über... ja, alle möglichen Themen rede und es könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr dazu alle Infos, genauso wie ich euch nochmal aufschreibe, welche Podcast-Titel ich zum Beispiel genau erwähne. Ja, also, wollen wir starten. Für alle, die es ja nicht wissen, ich bin eine extremst neugierige Person, nicht was die Nachbarn tun, das eher weniger und meine Klatschzeitschrift Zeiten, die ich so hatte mit 12 bis 21, 22 sind auch lange, lange vorbei. Das heißt, beim Klatsch und Tratsch bin ich auch nicht mehr ganz so up to date. Aber ich bin halt neugierig, wie die Welt funktioniert. Ich liebe Geschichte. Ich bin halt sehr interessiert, so könnte man es auch sagen. Und deswegen, es gibt reichlich, was mich interessiert und was vielleicht auch den einen oder anderen von euch interessieren könnte. Ich weiß, dass diese Wissensvlogs, die wir hier auch zwischenzeitlich mal gemacht haben oder... vor Asbach langer Zeit mal den Glimmerfee-Podcast immer Leute auch interessiert hat. Und deswegen nehme ich das jetzt einfach mal, nehme ich hier jetzt Anlauf und erzähle euch von den Sachen, die ich euch außerhalb der Bücherwelt noch so empfehlen kann. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Flop der Woche. Ich habe Press-on-Nails ausprobiert. Meine Nägel sehen jetzt schäbig aus. Ich hatte jetzt 2 Wochen ungefähr Press-on-Nails drauf und ich bin nicht der Typ dafür. Ich werde paranoid. Ich habe ja eh die Fingernägel ganz, ganz kurz immer getragen. Ich hasse es, wenn sie länger werden. Aber dann hatte jemand so schöne Halloween-Nägel und ich habe gedacht, oh, das wäre ja auch was für dich. Vielleicht probierst du es mal, wie kommst du damit klar? Und ich bin nachts wirklich wach geworden und habe gedacht, was ist, wenn das deine Nägel kaputt macht? Was ist, wenn sich darunter irgendwas bildet und du siehst es nicht? Was ist, wenn du jetzt irgendwo vorkommst und dir der ganze Fingernagel abreißt? Im ersten Moment wurden mir nämlich laut Algorithmus erstmal alle positiven Sachen angezeigt und dann bin ich irgendwo so in die Negativ-Abwärtsspirale gelandet mit all den schlimmen Geschichten, die Leute dazu haben. Und dann habe ich mir war ich zu paranoid. So, und dann ist mir gestern beim Schleppen, ich habe viel geschleppt, also Schreibtische, was auch immer, ist mir ein Fingernagel weg vom Daumen. Und dann habe ich gesehen, wie kaputt er darunter aussieht. Und ich habe nur gedacht, nein, 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 das willst du nicht. Du willst nicht so kaputte Fingernägel haben. Also habe ich eins getan. Ich habe sie dann alle runtergeholt, bevor es ihre Zeit war, runterzuholen. Jetzt sehen meine Fingernägel dementsprechend aus. Das heißt, für den Zweitkanal ist zwar sehr viel aufgenommen an diesen Updates, wo ich euch zeige, wie ich Bilder einmale, aber diese Fingernägel in Nahaufnahme werde ich niemanden präsentieren. Außerdem habe ich mir hier jetzt noch was unter ins Nagelbett reingehauen, was wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass der gute Fingernagel abgesprungen ist. Das ist richtig schön entzündet und blutig und ich bin definitiv jetzt geheilt von den Press-on-Nails, so schön wie ich sie finde. Und sowohl ich mich optisch damit gefühlt habe, ich bin halt dann doch eher das... praktische Wesen, das sehr schnell echt die Krise kriegt bei künstlichen Fingernägeln. Und ich habe diese Erfahrung jetzt gemacht. Für mich nicht zum Positiven, aber ich finde die auch toll. Und ich weiß, dass viele Leute das über Jahre haben. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal was ganz anderes, wenn ihr wirklich ins Nagelstudio geht. Obwohl ich da auch gehört habe, jemand, der dann aufgehört hat, ins Nagelstudio zu gehen, dann echt gesagt hat, okay, und was mache ich jetzt? Die Finger wurden so angeraut. Das sieht echt furchtbar aus. Das muss ich jetzt ganz langsam rauswachsen lassen. Ja, vielen Dank auch.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin jedenfalls zu paranoid gewesen, dass mir das nicht gut bekommt, dass ich jetzt die gestern alle runtergeholt habe mit Aceton, was auch nicht gut ist, was mich nochmal zusätzlich besorgt hat. Und ja, es war keine sonderlich positive Erfahrung für mich. So, ich hatte diese Woche eine absolute Stresswoche. Was bedeutet, ich bin kaum zum Lesen gekommen. Ich habe zwar ein Buch durchgelesen, kommt jetzt noch die Tage irgendwas. Gott, kann ich mich an den Titel erinnern, irgendwie Wünsche. Keine Ahnung, das ist das Problem, wenn ihr E-Book lest und halt, wenn ihr die Kindle-App zum Beispiel startet, ihr sofort ins Buch einsteigt und gar nicht den Titel seht. Irgendwas mit Wünsche, irgendwie, keine Ahnung, Kleinstadt-Idylle Schweden. Und ich habe einfach gemerkt, das Buch berührt mich nicht. Kann gut sein, dass ich keine Kleinstadtleserin bin. Diese Romane, die in der Kleinstadt spielen, mit Bäckerei und alles ganz zauberhaft, das ist zwar etwas, was ich sehr gerne mag im wirklichen Leben, aber ich glaube, darüber lese ich nicht gerne. Ich habe jetzt also einen Thriller, ein Kinderbuch, ja, einen Thriller, sie hat einen Polit-Thriller sich gesucht und wird mal probieren, wie das ist, wenn ich den lese. Und was hatte ich noch? Kinderbuch. Ich glaube, ich lese gerade nur die zwei Bücher, die anderen habe ich noch nicht. Doch, ich lese noch über den Zweiten Weltkrieg ein Buch. Also bin ich, habe ich meine Romane, aber ich bin irgendwie nicht in Romanstimmung gewesen. Und so gestresst, dass ich die meiste Zeit am Abend jetzt damit verbracht hatte, dass ich einen Wetter-YouTube-Kanal Channel laufen hatte, einfach um irgendwie, dass mich jemand zuquatscht und ich habe da drauf geguckt, Hauptsache es bewegt sich irgendetwas und habe versucht von meinem Stresspegel runterzukommen und Hurricane Milton war ja, also habe ich beobachtet, wie dieser Hurricane weiterzieht, wann er Landfall hat und so weiter. Ich habe mir das alles dann angeguckt, habe die Tornado-Warnungen gesehen, habe mich halt damit irgendwie geistig abgeschaltet. Ich habe natürlich auch parasoziale Beziehungen in Florida oder nach Florida, wie auch immer man das ausdrücken will. Parasoziale Beziehungen, für alle, die es nicht wissen, ist halt, wenn ihr einen YouTuber lange guckt und er euch nicht kennt, aber ihr ihn so gut kennt und so viel Kontakt zu ihm habt, mehr wahrscheinlich noch als eure wirklichen Freunde, dass ihr eine Verbindung fühlt, die genauso stark sich anfühlt wie eine normale Freundschaft oder so, aber derjenige weiß halt nicht, dass ihr lebt. Und ich habe parasoziale Beziehungen nach Florida. Das ist einmal die Trackers, die Familie Tracker, The Tim Tracker hier auf YouTube. Die verfolge ich jetzt, es hört sich doof an mit Verfolge, ne? Aber der bin ich Follower, seitdem Jen irgendwie im 7., 8. Monat schwanger war. Ich war bei den Geburten dabei, mehr oder weniger. Also das ist halt, sie sind halt so Familiencontent und er hat sich aus Disneyland halt rausentwickelt. Ich habe sie über das Disneyland, weil ich gerne Themenpark-Blogger sehe, hat sich das so rausformiert und dann die ganze Zeit und wie sich das alles entwickelt hat und die Kinder und so weiter. Und ich habe die jetzt so viele Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt sind. Ich denke mal 2018, 2019 habe ich sie entdeckt. Und das ist jetzt so eine enorme Zeit, wo ich sie Minimum einmal die Woche, glaube ich, sehe, dass ich einfach eine sehr feste parasoziale Bindung zu ihnen habe. Und natürlich, sie waren im Auge des Sturms, sie waren bei Milton mittendrin, die wohnen halt in der Nähe von Orlando. Und dann noch, mein Hund ist am Bellen, aber Mars unten, um sich um Emma zu kümmern. So, und dann war da halt noch Adam the Woo, der hat sich gerade letztes Jahr, glaube ich, ein Haus gekauft in Celebration, das ist ja die Planstadt von Disney gewesen und er macht halt auch so Content, Reisevideos rund um USA, weniger Disney-Content in letzter Zeit, aber darüber hatte ich ihn halt gefunden und jetzt mag ich ihn für seine Kleinstadt-Sachen und so weiter und ja, ich
Ich finde, das ist sehr, ja, sehr beunruhigend, wenn man weiß, dass so YouTuber, die man besonders gerne guckt, plötzlich in so einer Gefahrenzone sind, wo man ja auch die schlimmsten Bilder von der Küste, okay, die sind inland, aber von der Küste gesehen hat, wo die Leute dann halt auf den Arm geschrieben haben, ihren Namen, ihr Geburtsdatum für Identifikation, falls man nur noch ihren Körper findet, sie auf die Tiere draufgeschrieben haben, wie auf die Pferde oder so, die Telefonnummer und freigelassen haben. Es war halt eine enorme Situation. Und wenn man dann weiß, dass Leute, an denen man ja irgendwo emotional hängt, da mittendrin sind, beobachtet man das Ganze natürlich anders. Nicht, dass mich das gestresst hat, aber es war unterschwellig so. Aber ich habe dann halt, ich hätte sonst irgendwas anderes geguckt. Ich weiß nicht, irgendwie anderen Content, der einfach nur so an einem vorbeifliegen kann, auf den man sich nicht konzentrieren muss, abends, um einfach abzuschalten. Und ja, jedenfalls, wenn ihr euch für diese Hurricane, wie sich vorbereitet wird, wie es da drin ist. Ich habe noch nicht das Video gesehen von Adam the Woo, wie es jetzt danach ausgesehen hat, aber wenn euch das interessiert, mich interessiert das ja. Wie bereiten sich die Leute vor? Was passiert da alles? Was wird im Fernsehen durchgegeben? Ich interessiere mich halt dafür, wie baut sich so etwas auf und was ist die Dynamik der Leute in dem Moment? Und ja, wenn euch das auch interessiert, könnt ihr euch die Videos bei Adam the Woo oder bei The Tim Tracker ansehen. Ich fand es sehr interessant. Ich mag halt die Psychologie dahinter. Das ist auch wahrscheinlich, warum Romane mich oftmals nicht ganz so touchen wie Erfahrungsberichte oder Biografien oder so, weil die individuelle Wahrnehmung, oftmals noch mal was ganz anderes ist. Warum bleiben die Leute da? Da braucht ihr dann schon jemanden, der sich wirklich damit beschäftigt, auch mit den Motivationen der Leute. Das findet ihr dann wahrscheinlich nicht in der Trivialliteratur, aber die andere ist mir zu düster. Deswegen bin ich ja bei Romanen. Ist mir das oft mal zu oberflächlich, wie das abgehandelt wird. Aber zum Beispiel fand ich sehr interessant, dass Adam gesagt hat, ich hatte da beim Tagesschau-Podcast, der übrigens sehr gut ist, 15 Minuten am Morgen, super gemacht, also kann ich euch absolut empfehlen. Seid ihr gut abgedatet, was die wichtigsten Themen sind? Und 15 Minuten, ihr könnt ja auch noch schneller stellen. Also ich höre das, glaube ich, in 1,5-facher Geschwindigkeit auf jeden Fall. Aber es ist halt, ihr seid dann gut geupdatet. Und die hatten gesagt, ja, dann waren viele Tankstellen halt, die kein Benzin mehr hatten, weil die Leute geflüchtet sind oder evakuiert wurden. Das stimmte aber gar nicht, oder stimmte schon, aber wie Adam in dem Video erklärt hat, haben die Leute auch einfach ihre Wagen vollgetankt, weil ihr nicht wisst nach so einem Hurricane, wann ihr das nächste Mal die Möglichkeit habt, weil wieder Tankwagen in die Region kommen können. Also ist es nochmal eine zusätzliche Ebene, an die ich nicht gedacht habe. Und diese zusätzlichen Ebenen, an die ich nicht denke, das ist das, was mich im Leben, glaube ich, am meisten fasziniert, wenn ich einfach sehe, okay, da ist noch eine ganz andere Lage, okay, da ist noch eine ganz andere Argumentation mit guten Punkten. Ich mag es, wenn sich so eine Sache, die ich eindimensional empfunden habe, halt in so eine 3D-Sache entwickelt. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Jedenfalls fand ich das sehr interessant. Ich fand auch, dass Tim es sehr gut erklärt hat, warum er zum Beispiel die Palmen gestutzt hat. Er hat es halt mit dem Finger erklärt. Wenn ihr dagegen pustet, ist das nicht so schlimm oder habt ihr nicht so viel Widerstand und fühlt es nicht so, als wenn ihr gegen die ganze Hand pustet. Das fand ich sehr gut erklärt und auch wie man mit Kindern umgeht, die jetzt den Hurricane halt mitmachen, die besorgt sind, die immer fragen, was für eine Kategorie das jetzt ist. Ich finde sowas sehr, sehr interessant. Ich interessiere mich halt enorm für Menschen und wie Menschen als Individuum empfinden, anstatt so die Masse. Und deswegen bin ich halt sehr, sehr, sehr gespannt, wenn solche Videos halt kommen, worauf legen die Leute Wert und wie gehen sie mit solchen Situationen halt um. Ich weiß, manche holen sich das aus Roman. Ich hole mir das lieber von Personen, die das, ne, von
realen Ereignissen. Nichts, dass ich gegen die Fantasie der Autoren habe, aber meistens sind das, wie es beschrieben wird, die Sachen, die ich eh denken würde. Und dann gibt es halt noch so andere Dinge, worüber ich noch nicht nachgedacht habe. Und das fasziniert mich. Falls das jetzt Sinn macht. So, also, das habe ich jetzt jedenfalls. Ich habe gesehen, kommen wir zum anderen Kategorie, kommen wir zu Filme. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal gesehen, aber ich habe gesehen, wo ich halt durch die Welt gescrollt habe, womit ich mich berieseln lassen könnte, dass bei Amazon Prime der Film Casper online ist. Und ich weiß, dass viele von euch auch einfach zu jung sind, um wahrscheinlich diesen Film gesehen zu haben. Ich war damals im Kino drin. Ich weiß noch, dass ich hatte noch nichts davon gehört. Aber mein Vater kam dann morgens zum Frühstück und hat gesagt, ich habe gestern von einem Film gehört und da gehen wir ins Kino, es ist Casper, da ist es tolle Tricktechnik, er war immer ganz begeistert von Tricktechnik, wenn irgendwie neue Computeranimationen, das war ja damals so der Anfang in den 90ern. Und dann waren wir im Kino und ich war so geflasht von diesem Film, ich habe ihn so geliebt, es war genau die richtige Art von Horror, Kinderhorror halt. Es war traurig, es war schön und vor allen Dingen ästhetisch ist es für mich das Nonplusultra. Ich weiß nicht, Whip Steph Maynard, ich glaube, das hat den Grundstein gelegt, warum ich auch später dann die Architektur von Gaudi so toll fand. Es ist einfach dieses Gebäude und es ist diese Kleinstadt. Oh, diese Kleinstadt. Diese Kleinstadt war der Traum. Ich liebe sie. Ihr habt halt so eine Ostküstenstadt. In dem Moment habe ich mich, glaube ich, in die USA verliebt mit diesen kleinen Ostküstenstädtchen. Es ist toll. Also ästhetisch für mich ein Vergnügen, das zu sehen. Dann habt ihr Christina Ricci halt als junges Mädchen noch und nein, nicht als Wednesday Addams, sondern als Cat. Und ich wollte so gerne Cat heißen in dem Moment. Sie war eines meiner ersten Rollenvorbilder. Ach, was wäre ich gerne wie sie gewesen, die mit dem Staubsauger durch die Gänge zieht von diesem Geisterhaus und halt so einem Handstaubsauger, um die Geister einzusaugen. Was war ich begeistert von ihr in dieser Rolle. Ihr habt jedenfalls die Grundgeschichte. Kommen wir zur Grundgeschichte. Eric Idle spielt auch noch mit. Ich liebe Eric Idle. Ich finde ihn großartig. Okay. Scrollen wir mal runter wieder, Sina. Und kommen wir jetzt zu der Handlung des Films. Für alle, die es nicht wissen, es geht halt darum, dass ein Haus vererbt wird an eine böse, böse Frau. Und sie will eigentlich dieses Haus nicht haben. Aber dann ist bei diesen Unterlagen, die sie schon ins Feuer geschrieben hat, ich weiß nicht, ob es mit unsichtbarer Tinte war oder so, dass es einen Schatz gibt, der in diesem Haus in Whip Steph Manor vergraben ist. Und sie reist jetzt dahin, nur das Problem ist, dass dieses Haus verspukt ist. Da lebt Casper. Casper ist ein sehr netter Geist, ein bisschen sehr einsam. Und seine drei Onkel, die halt ja nicht wirklich böse Geister sind, aber schon böser und die sich einen Spaß daraus machen, Menschen zu ärgern. So, und dann habt ihr ja halt einen Geisterpsychologen, der halt mit Geistern redet und die ins Jenseits schickt. In Wirklichkeit ist Dr. Harvey, keine Ahnung, irgendwie so, ist er halt in Trauer. Seine Frau ist gestorben und er reist jetzt eigentlich durchs Land, um vielleicht die Hoffnung an seine Frau zu begegnen halt hat. So, und an seiner Seite ist halt seine Tochter Cat, die zur Außenseiterin richtig geworden ist, dadurch, dass sie andauernd umziehen. Sie hat keine Freunde. Sie ist immer die Frau, das Mädchen mit dem seltsamen Vater. Ja, und sie kommen jetzt bei Whip Steph Manor an und treffen auf die Geister, auf den netten, freundlichen Geist Casper, der sich auch gleich in Cat verliebt und halt, ja, die bösen Onkels. Es ist ein schöner Halloween-Film und wenn ihr schöne Geistergeschichten mögt, die nicht so gruselig sind. Und ich war ein super, super ängstliches Kind. Also ihr könnt den gut mit euren Kindern gucken. Und ich gucke den alle paar Jahre tatsächlich wieder. Aber ja, es ist für mich eine absolute Empfehlung. Also wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr da im Moment Casper the Friendly Ghost sehen. So, hoffe, dass es noch online ist.
Aber sie werden jetzt ja wohl nicht vor Halloween rausschmeißen. Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Und das sind die Podcasts, die ich gehört habe, von denen ich meine, dass sie auch euch interessieren könnten oder die einfach mich begeistert haben. Einmal habe ich da WDR-Zeitzeichen, umstrittener Vorläufer des THW. Ich habe mir das runtergeladen und hatte keine Lust, den Bericht zu hören. Warum habe ich es wirklich getan? Weil ich in so einer Laune war, jetzt ist es auch egal, mach irgendwas an, was dich nicht hundertprozentig interessiert, sodass du abschweifen kannst. Dieser Bericht hat mich aber voll reingezogen, weil ich wusste nichts über den Vorläufer des THW. Ich werde euch da jetzt auch nicht groß was von erzählen, sagen wir es mal so, sie hatten eine sehr dunkle Vergangenheit. Sie waren erstmal gegründet worden in der Weimarer Republik, um gegen Streiks vorzugehen. Das heißt, so eine Bierbrauerei hat gesagt, okay, wir streiken, und dann ist halt der Vorläufer vom THW reingegangen, weil das waren halt technisch ausgebildete Leute, die dann diesen Bereich wirklich weiterhin am Leben erhalten haben. Oder wenn zum Beispiel die Leute vom Kraftwerk gestreikt haben, dann sind die reingegangen und haben das ganze Ding am Laufen erhalten, sodass die Streiks eigentlich keinen wirklich interessiert haben, dass das öffentliche Leben trotzdem weiter funktioniert hat. Dann hatte es aber noch eine ziemlich dunkle Zeit und noch dunkler. Und ich fand es einfach interessant. Und dann wurden sie nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergeboren, als das technische Hilfswerk wirklich die halt sich um Katastrophen vor allen Dingen gekümmert haben. Und ich fand das super interessant, wie sich das entwickelt hat und wer so die Strippenzieher waren und wie sich eine Organisation halt im Laufe der Zeit auch wieder wandeln kann. Also ich fand es sehr, sehr interessant und faszinierend. Und ja, das war etwas, wisst ihr, ich bin mit null Erwartungen rangegangen und dann hat mich eher mit Minus Erwartungen. Ich dachte, das mache ich sofort wieder aus, und dann bin ich dort hängen geblieben und habe gedacht, oh, das wusste ich alles gar nicht. Oh, ist das spannend. Also das war wirklich etwas, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr euch dafür Geschichte interessiert und wie sich Sachen entwickelt haben. So, dann habe ich gehört, Sternstunde Religion mehr gehört, weil ich es beim Aufräumen gehört habe, aber es ist halt auch Video mit Bild. Es ist Sternstunde Religion. Das ist aus dem Schweizer Fernsehen. Die gucke ich seit Jahren immer mal ganz gerne. Und das Thema war, wie einsam macht das moderne Leben. Ich kann nicht sagen, dass es mir besonders gut getan hat, diesen Bericht zu hören, aber ich fand es sehr interessant. Ihr habt einmal jemanden dabei gehabt, die Politikerin, glaube ich, war, und ihr hattet jemanden, die Psychologin ist, die sich aber auch vor allen Dingen mit Weltraum auch beschäftigt. Wie reagieren die Leute, wenn sie jetzt da wirklich so abgeschottet sind? Wir haben ja auch im Moment zwei gestrandete Astronauten, die jetzt länger im Weltraum festsitzen, als gedacht war. Die kommen, glaube ich, erst im Februar, März wieder zur Erde zurück. Die sollten längst wieder da sein. Das heißt, ihr habt natürlich reichlich Probleme, fernab vom Muskelschwund, dass ihr sagen, ich kann mir das und ich will mir das gar nicht vorstellen, wie es sein muss, da oben festzuhängen. Deswegen können auch nur ganz bestimmte Leute diesen Job machen, und die müssen halt wirklich auch erprobt sein auf diese Dinge, dass sie dadurch nicht verrückt werden. Ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich weiß, ich komme hier jetzt nicht raus. Und es ist, okay, sie haben sich sehr gefreut, als jetzt noch Leute dazugekommen sind, aber sitzen zwei fest auf dieser Raumstation, und klar, sie werden beschäftigt gehalten die meiste Zeit, sodass sie gar nicht so viel Zeit zum Denken haben. Aber dieses Gefühl, ich komme nicht raus, ich kann nicht gehen, wenn ich will, ist natürlich schon hart. Vor allen Dingen, wenn es schon mal schief gegangen ist, dass du da wegkommst. Also, naja, jedenfalls beschäftigt sie sich damit, weil wir wollen ja nun mal multiplanetar werden, also eine multiplanetare Spezies. Und es geht darum, hier jetzt auf dem Mond wirklich Stationen zu errichten und halt auch auf dem Mars. Und da braucht ihr natürlich auch Leute, die mit so einem Thema wie Einsamkeit umgehen können. Ihr habt halt die Leute auf der ISS, die können noch mit den Leuten reden vor Ort.
Also hier unten mit Freunden, Familien, die können noch mit denen reden. Aber wenn ihr jetzt noch weiter weg seid, je weiter ihr euch von der Erde weg entfernt, desto schwieriger wird die Kommunikation, desto verzögerter ist die Kommunikation. Und ihr könnt ja nicht plötzlich sagen, so okay, mir geht's nicht gut, ich glaube, ich will hier weg, ich drehe durch, ich kann das nicht mehr, ich habe es mir anders vorgestellt. Ihr müsst dann ja schon emotional so stabil sein, dass ihr das auch wirklich mitmachen könnt und vor allen Dingen, was macht es mit jemandem, der noch nicht mal mehr die Erde sehen kann? Wenn es ist ja noch was anderes, wenn ihr jetzt auf die Erde runterguckt und ihr seht die Erde und ihr, na, das ist noch was ganz anderes. Ihr habt noch diesen Bezug, aber wenn euch der Bezugspunkt zur Erde fehlt, was macht das mit den Menschen? Das ist alles noch nicht erforscht, weil wir noch nicht so weit sind. Aber es ist super interessant. Also ich finde es super interessant. Gut, ja, dann Thema Einsamkeit. Einsamkeit, warum werden Ministerien für Einsamkeit, warum werden jetzt politisch auch Leute für Einsamkeit abgestellt? Warum sind Forschungen diesbezüglich so wichtig? Auch darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich habe zwar gehört, dass jetzt Leute, ich glaube in Berlin auch schon jemand wegen Einsamkeit abgestellt ist, weil es ein Problem ist. Und was macht der den ganzen Tag? Aber dass es darum geht, erstmal auch Forschung durchzudrücken, dass erstmal Handlungsbedarf besteht, weil Einsamkeit macht krank. Einsamkeit ist schädlich. Ich glaube, wie 15 Zigaretten pro Tag zu rauchen. Was macht Einsamkeit mit den Menschen und wie können wir dagegen steuern, überhaupt erstmal dieses Problem angehen zu können und den Leuten erstmal begreiflich zu machen, wir haben da ein Problem, dafür sollten wir Steuergelder einsetzen. Das war mir auch nicht so ganz klar, warum da jetzt Leute, man hört es, okay, Einsamkeit, wir haben ein Problem, da ist jetzt jemand für abgestellt, regierungstechnisch, aber wirklich warum und was diese Aufgaben von demjenigen war, darüber habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Das war wieder so, wissen, dass ich einfach nur geschluckt habe. Und jetzt fand ich es interessant zu wissen, es muss auch erstmal Akzeptanz geschaffen werden für dieses Thema, wie schädlich Einsamkeit ist. Und ich fand es auch gut, dass auch darauf eingegangen wurde, dass Einsamkeit und Alleinsein halt zwei unterschiedliche Dinge sind. Und Einsamkeit nicht bedeutet, dass ihr nicht vielleicht Leute um euch herum habt. Ich kenne Einsamkeit, dieses Gefühl von Einsamkeit in der Regel nur, wenn ich unter Menschen bin, weil ich dann einfach mich fühle oftmals wie ein Alien und dass sie das halt, dieses Nicht-Connecten mit den Leuten um einen herum und dieses Gefühl, dass es einen in der Masse halt noch schlimmer erwischen kann, als wenn man gerade allein ist, wenn da jetzt wirklich keiner ist, dass es halt wirklich nicht das Gefühl ist von, da sind keine Leute, ich brauche Leute um mich herum, sondern ich brauche Leute, die mit mir in Resonanz sind, die mich verstehen, die ich verstehe, wo ich mich geborgen und aufgehoben fühle, dass das der Punkt ist. Und ich war sehr oft in einer Gruppe von Leuten und habe mich extremst bitter einsam gefühlt. Ich kenne das in erster Linie aus Gruppendynamiken, dass ich mich dann einsam gefühlt habe und nicht von Momenten, wo ich alleine war. Außer man will nicht mit jemandem in Resonanz treten, weil man einfach nicht weiß, wer mit wem machen oder reden will, weil man nicht denkt, dass irgendjemand einen versteht. Also, dass es nichts mit den Menschen um einen herum zu tun haben kann, das fand ich sehr gut, dass sie das auch kurz aufgegriffen haben. Es ist Sternstellen und Religion. Natürlich geht es dann auch darum, wie sehr einen die Religion und die Religionsgemeinschaft auffangen kann, was halt umstritten ist oder beziehungsweise sicherlich nicht für jeden gemacht ist, aber ich finde es sehr interessant und deswegen, wenn ihr euch mit dem Thema Einsamkeit auseinandersetzen wollt oder psychologisch einfach sehr interessiert seid, dann guckt euch mal Sternstunde Religion an und wie einsam macht das moderne Leben. So, dann habe ich gehört, Spektrum Podcast Teilchen Physik, Geschichte und Zukunft des CERN. Ja, was Nina so alles hört. Ne? War auch ein Bericht, ein Podcast, von dem ich eigentlich nicht viel erwartet habe. Ich habe gedacht, okay, das hörst du jetzt so und uninteressant. Aber es waren sehr viele Dinge da, die ich nicht wusste über das CERN.
Ich wusste, dass da das Internet erfunden wurde. Ich wusste, dass da viele Forschungsinstitute halt zusammenarbeiten und viele Länder. Aber dass es halt gemacht wurde, wie das überhaupt entstanden ist, warum auf einmal die USA sich auch dahinter gestellt haben, dass so etwas wie CERN, die haben uns ja die ganzen Wissenschaftler abgenommen gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. Was wollten die hier auch? Das war auch ein interessanter Punkt. Was wollten die hier auch? Hier war kein Geld. Da war kein Forschungsgeld da. Es wurde alles in Aufbau und so weiter gestellt. Was wolltest du als Wissenschaftler in Europa, nachdem alles in Schutt und Asche gegangen ist? Dann war es positiv für dich, wenn du ein guter Wissenschaftler gewesen bist, halt abwandern zu können. Ich glaube, das war Operation Paperclip, kann das sein, dass die USA halt die ganzen Top-Wissenschaftler aus Europa abgezogen hat. So, und warum haben die USA dann gesagt, okay, wir bauen dann doch noch was in Europa auf? Und jetzt, ich wusste nicht, dass Deutschland bei CERN mit 20% Beteiligung geldtechnisch drin hängt und sie wollen jetzt, also erstens habe ich nicht, ich habe CERN gleichgesetzt mit dem Teilchenbeschleuniger. Ist es nicht. Das ist ein größeres Forschungszentrum, wo 10.000 Leute arbeiten. Und wir in Deutschland hängen mit 20% finanzieller Beteiligung mit drin. Jetzt wollen die einen neuen Teilchenbeschleuniger haben mit 100 Kilometern. Und ich habe gedacht, gleich erste Dings, nö, das Geld können wir woanders besser einsetzen. Da würden mir 1000 andere Sachen, Brandherde, einfallen, die jetzt in Europa vielleicht erstmal oder auch in Deutschland erstmal das Geld gut benötigen können als so ein 100 Kilometer langer Teilchenbeschleuniger. Und dann haben sie aber gesagt, dass China zum Beispiel den jetzt bauen will und dass wir dann das Problem haben in Europa, dass wenn wir da nicht mitziehen, dass unsere Wissenschaftler, unsere Top-Elite einfach abwandert und woanders forscht. Und dann war es das mit den Forschungsergebnissen, die wir haben in einem Gebiet der Teilchenphysik, das vielleicht doch sehr interessant sein könnte für die Zukunft. Aber der Forscher geht halt dahin, wo er forschen kann. Und das, ich komme nicht aus der Wissenschaft, also war das für mich etwas, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Und ich habe einfach gemerkt, okay, die Sachen sind doch wieder komplizierter, als ich im ersten Moment denken würde, weil hätte ich gehört, dass wir jetzt 20% für so einen Teilchenbeschleuniger da reinpumpen, hätte ich auch gedacht, Leute, es gibt andere Brandherde, die wichtig sind, aber jetzt zu wissen, okay, wir wollen unsere Wissenschaftler behalten, weil das ist die Zukunft, sehe ich das vielleicht schon wieder ein bisschen anders. Also das ist ein Aspekt, darüber hatte ich mir einfach keine Gedanken gemacht, hat mich ein bisschen geflasht. Und ich habe mir das auch mal angeguckt, dieser 26 Kilometer lange Teilchenbeschleuniger, wie groß der ist, wie viel Fläche der einnimmt. Ich habe mir ein Bild angeguckt und ich hatte einfach keine Vorstellung. Ich habe zwar vom Teilchenbeschleuniger gehört, ich war auch eine, die durchaus gesagt hat, was machen die da unten, wo es dann hieß, es könnten sich schwarze Löcher auftun und so weiter, wo ich gedacht habe, okay, wie weit muss der Mensch echt forschen und das ist ja immer die Frage bei der Wissenschaft, die ich mir stelle, warum tun sie das, warum gehen sie weiter? Und die Antwort ist immer, weil sie es können, weil man der Menschheit ausloten will, wie weit er gehen kann. Und wir wissen alle, dass wir irgendwann einen Schritt zu weit gehen werden. Aber okay, so, es ist ja kein schwarzes Loch, soweit ich weiß, entstanden. Vielleicht haben sie es vertuscht, aber ich habe noch nichts davon gehört. So, dann habe ich noch gehört, was sehr interessant war, von SWR, das Wissen Männer in der Erziehung. Und da ging es jetzt erstmal, ihr habt gesehen, wie sie rudern in dem Artikel. Und das finde ich eigentlich sehr schade, dass nicht auf die unterschiedliche Schiede von Frauen und Männern wirklich eingegangen werden kann, dass sie ins Rudern kommen, dass sie halt versuchen zu rechtfertigen, ihre Forschungsergebnisse gleich klarstellen müssen, dass wenn sie das sagen, nicht alle Frauen gemeint sind und nicht alle Männer so sind. Das sollte eigentlich klar sein, dass es immer um Durchschnittswerte geht. So wie wir alle wissen, dass es mega große Frauen gibt, aber im Durchschnitt sind Frauen kleiner als Männer. Es geht halt immer um den Durchschnitt und da mussten sie halt sehr rudern, was ich enorm schade finde, weil eigentlich sollte das Gesetz sein und sollte nicht so viel Angriffsfläche bieten und ihr merkt, wie unwohl die sich dabei die Leute bei der Geschlechterforschung halt fühlen.
Dabei ist es meiner Meinung nach sehr wichtig und ich finde es sehr gut, dass Väter jetzt halt auch ein bisschen Lob und Anerkennung für ihre Erziehungsart halt bekommen, weil sie nun mal einen anderen Erziehungsstil haben. Und dieser Erziehungsstil ist, dass sie zum Beispiel weniger lange die Babysprache beibehalten, dass sie die Kinder wohl mehr mit W-Fragen, wer wie was wo konfrontieren, dass sie mit den Kindern ganz anders körperlich agieren, halt auch viel mehr mit ihnen raufen oder an Grenzen gehen, wo ich sagen würde, das kannst du doch nicht machen, weißt du, wisst ihr, so wie Kind an Bein packen und so hochziehen oder so. Das ist aber auch gut für die Entwicklung des Kindes, sofern es nicht übertrieben wird und sofern noch irgendwie sensibel auf das Kind eingegangen wird, dass aber Männer diese Fähigkeit, ihre väterlichen Fähigkeiten erst richtig voll ausleben können, wenn die Mutter nicht anwesend ist, weil sie sich sonst eher wie ein Praktikant verhalten, der ein bisschen mit dem Kind interagiert, dass Männer halt wirklich auch sehr viel zu einer guten Erziehung beitragen können. Und ich finde es wichtig und gut, dass auch mal die Seite beleuchtet wird und gesagt wird, okay, Männer müssen nicht immer nur die sensible Männchen sein, die auch in der Kindererziehung, die sich genauso verhalten wie Frauen, sondern ihr Verhalten kann dem Kind auch sehr viel beibringen. Sie sind lockerer im Umgang, sie sind nicht so vorsichtig. Und ich definitiv, also ich bräuchte definitiv bei der Kindererziehung einen enorm männlichen Part, weil ich glaube, ich würde wahnsinnig überbehüten. Ich wäre da ganz furchtbar. Ich wäre genauso wie Karl Lagerfeld, der gesagt hat, das will man ja eigentlich so keinem Kind antun, dass ich auf ein Kind aufpasse, weil ich würde Glasglocke drüber ziehen und so weiter. Da habe ich mich sehr verstanden gefühlt, als er es gesagt hat. Aber dass halt dieser andere Erziehungsstil halt mit dem weiblichen zusammen sehr, sehr gut sein kann und dass ja auch unsere Unterschiede Positives bringen können. Und ich finde, dass es eine sehr wichtige und gute Forschung war und fand ich gut den Bericht. So, das andere ist jetzt vielleicht für viele von euch nicht ganz so witzig. Es geht um Kurz und heute Deutschlandfunk Nova. Das war ein Kurzbericht darüber, dass unsere Smart-TVs uns tracken. Sie merken sich also, welche oder sie bekommen mit, welche Videos wir gucken, wie lange wir gucken, wann wir einschalten und so weiter. Und sie nehmen Kontakt zum Mutterschiff auf, also zu dem Hersteller, und geben eure Daten mal lustig so weiter. Darüber macht sich keiner Gedanken. Ich wusste es noch nicht mal. Ich habe da nicht eine Sekunde dran verschwendet. Ich benutze halt den Fire TV Stick von Amazon. Und schön, dass die noch mehr Daten über mich sammeln können. Wundervoll, aber Samsung und so weiter, die Großen, die machen das wohl. Und ihr könnt es irgendwie umgehen, aber da war ich dann geistig schon nicht mehr so interessiert, weil ich hatte mich auf diesen anderen Punkt halt gestürzt, aller, was gehen alles an Infos halt rüber zum Mutterkonzern. Ich glaube eh, dass wir für die Firmen, für diese großen Leute nichts weiter sind, noch als gläserne Bürger. Ich glaube, die können uns sehr gut alle einschätzen. Deswegen mache ich mir da gar nicht so den Kopf drüber, ob jetzt die auch noch senden. Aber nett zu wissen, dass ihr auch da noch ausspioniert werdet. Und ja, also wenn euch Datenschutz am Herz liegt und ihr halt ein Smart TV zu Hause habt und nicht wollt, dass all eure Daten weitergegeben werden, haben Sie noch irgendwie gesagt, wie man es umgehen kann? Also, wenn euch das wirklich sehr am Herzen liegt, guckt da einfach mal nach. Okay, meine Lieben. Ach so, meine Nase geht zu. Ich habe euch jetzt alles erzählt, was ich diese Woche euch mitgeben könnte an Tipps und Tricks. Und ich wünsche euch eine richtig schöne Zeit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye.